Mein Name ist Falko Wenzel, ich bin Produkt- und People-Fotograf hier in Köln. Habe 10, 15 Jahre für Sony Produktaufnahmen gemacht und mache heute sehr viel mehr People-Geschichten, Porträts. Als ich das Gerät ausgepackt habe, fand ich die Größe erstmal überraschend, weil da zwei Papierfächer drin sind. Das Design hat mir sehr gut gefallen. Mir ist angenehm aufgefallen, dass es sehr schnell ist, das Gerät. Dass es wirklich zügig auch insbesondere beim Scannen ist. Und dass es da viele Möglichkeiten gibt. Das ins Netzwerk einzubinden ist für mich sehr wichtig, weil natürlich viele Geräte an verschiedenen Orten stehen, dass die Drucker nicht immer direkt neben dem Rechner stehen. Beim Rechner sind unglaublich viele Kabel und das ist das, was mich am meisten nervt. Deshalb ist jedes Kabel, was ich einsparen kann, für mich ein Fest. Mit dem Touchscreen-Display bin ich sehr gut zurechtgekommen. Finde ich auch sehr angenehm, weil man immer sofort das sieht, was aktuell ist und die Auswahl hat da zu machen. Da gab es überhaupt keine Probleme, das ging sehr leicht. Also die Geschwindigkeit grundsätzlich bei dem Gerät, finde ich, alles was das Scannen angeht und das Drucken angeht, ist sehr angenehm. Auch in der hohen Qualität ist das sehr zügig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit meinem vorherigen Drucker vergleiche, dann kann ich so sagen, was intuitiv aufgefallen ist, ist, dass das Handling angenehmer ist und dass die Geschwindigkeit höher ist. Die Duplex-Funktion hat mir gut gefallen. Ich habe hier gemerkt, dass ich einfach so beim Scannen viel mehr Lust habe, sage ich, ach, ich kann meinen Briefverkehr, den ich jetzt gerade habe, mal eben schnell einscannen. Das, was für mich am hervorstechendsten ist. Das Scannen gefällt mir sehr gut daran. Sehr zügig, sehr unproblematisch. Sehr gut. Zwei Papierkassetten finde ich sehr angenehm, weil man eben einfach zwei Papiere nutzen kann. Ich kann meinetwegen eine Rechnung schreiben, die Kopie für die Rechnung auf einem dünneren Papier eben machen. Der Vorlageneinzug, den finde ich sehr praktisch. Das Angenehme dabei ist er beim Scannen, dass er dann natürlich dann auch gleich beide Seiten scannt. Das finde ich sehr gut. Und das Zweite ist, dass er anscheinend auch sehr zuverlässig funktioniert, dass das Papier nicht so wohl verwurscht. Ich habe einfach einen Stapel Papier reingelegt und hat es eingezogen und es war völlig unproblematisch. Ja, beim Kopieren kommt es darauf an, dass es kopiert wird, was ich mache. Also das ist das gleiche wie beim Drucken und dass ich eine gute Druckqualität habe. Ja, eine Garantie von 3 Jahren ist natürlich super. Von daher wäre das Resümee für mich angenehm. Ich glaube, ich tausche ihn aus gegen den alten.